Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Heart of Harmony. Im letzten Part haben wir die Prüfung der Klugheit oder so überstanden oder zumindest einen Teil davon. Noch sind es zwei Lichter, die leuchten. Also das ist wirklich ein sehr, sehr großer, ausufernder Dungeon. Also, das habe ich auch noch nicht angefangen. Ich habe irgendwie so ein bisschen ADHS, so nach dem Motto, dass ich immer bestimmte Sachen ansprechen muss. Aber es könnte ja auch sein, dass wir was Wichtiges daran finden. Ich will mal wissen, ob die was zu dem Schachbrett da sagen. Nö, wissen wahrscheinlich nicht mehr, was das ist, ne? Deswegen, jedenfalls, das ist jetzt der einzige Weg, der noch verbleibt. Wir haben ja in dem vorigen Part noch diese Küche gesehen, wo was leuchtet an einem Tresen, oder an so einem Regalchen. Oder, also so ein Wandschrank, so ein Wand... Ne? Oh, wie nennt man das? Schon wieder. jedenfalls, das konnten wir nicht aufheben und leider sagen die Figuren auch nichts. Deswegen hoffentlich löst sich das noch von selbst an der Stelle. Oh, da sind diese ganzen Feuermites. Suchen hier. Wir sind ein bisschen am Rumplanschen und da sind die Golems, den wir in diesem Buch gelesen haben. Jetzt weißt du es. Ach so. Ah, okay. Stimmt immer noch was nicht damit? Es ist nur, was Stein ist? Weiß ich natürlich. Aber was soll dieses Golem bedeuten? Es sind Steinwesen. Belassen wir es einfach dabei. Ja, vielleicht besser so. Achso, und wir haben leider immer noch keine Musik. Das ist natürlich etwas, ja, ein bisschen doof. Ich hoffe halt, das nächste Mal, wenn die Musik wieder wechselt, dann hören wir wieder Musik. Ich nehme an, dass ich weiß halt nicht genau, ob das jetzt irgendwie in der neuen Version irgendeine Soundfile nicht mehr richtig da ist oder so. Ne, auf keinen Fall mehr dasselbe hier, mein Gott. Hm. Sondern, dass es vielleicht einfach nur so ist, dass dieser eine Song nicht da war, ist dann dazu gewechselt, dass man dann vergessen hat, nach dem Kampf mit der Truhe das Lied wieder zu wechseln. Und dass wir dann beim nächsten Bosskampf wieder das haben dazu. Ah, da haben wir diesen Typen, diesen Howard. Howard von Atlas, Gründer der Wiege des Göttlichen. Warum hängt hier ein Bild von einem Typen, der Wiegen gemacht hat? Hier gibt es doch keine Babys. Ach, Mimi, ach, ey. Ich glaube, das ist nicht wörtlich gemeint. Eher im übertragenen Sinne mit Wiege meinen die sicher diesen Tempel. Hä, warum drücken Erwachsene sich auch so komisch aus? Den müssen diese. Aber es ist immerhin schön, dass die weiß. Ich meine, in so einer Zeit, ich weiß nicht, in welcher Zeit das hier spielt, an der Stelle, aber so. Das Wort Wiege, in dem dort Babys aufwachsen, habe ich ja nicht gekannt. Ich dachte früher immer, dass die vom Storch gebracht werden, tatsächlich. Also. Deswegen, dafür weiß sie schon viel, aber sie hat auch viel gesehen, denke ich mal, durch diese ganze Sklaverei-Geschichte und so. Hier ist auch schon wieder ein Gang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das müssen wir mal gucken, wo wir am besten lang gehen. Während wir hier erkunden, wollte ich noch auf den zweiten Punkt eingehen, der im letzten Video genannt wurde. Und zwar eben die Sache mit dem Speichern. Und das ist auch so ein Ding, den sehe ich natürlich noch weniger kritisch. Also jetzt nicht falsch verstehen, das ist jetzt keine Sache, an der ich mich aufhänge. Aber es ist halt eine Sache, wo ich sagen würde, dass ich das besser mache. Ich muss sagen, ich hab so eine gewisse Schwierigkeit, das Ganze in Worte zu fassen, warum ich es als ein Problem sehe. Weil offensichtlich ist es ja entgegenkommen für den Spieler. Ich habe so einen Durst. Mhm. Dann muss ich verdursten. Nein, Spielverderber. es ist ja entgegenkommen, daher werden auch 99% der Leute, davon bin ich überzeugt, kein Problem damit haben und es begrüßen, dass es dann speichert, dass man dann im Falle eines Todes sofort davon anfängt. Das ist jetzt nicht so das Problem. Aber ich denke mir schon manchmal, dass eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Konsistenz oder dass man, oder beziehungsweise dass eine gewisse Konsequenz da ist. Ich mag das, glaube ich, nicht, wenn Sachen willkürlich sind. Also egal in welchem Fall, ob es jetzt negativ für mich ist in dem Sinne, dass mal irgendwie was, also nehmen wir mal an, jetzt hier wäre mal plötzlich eine Statue. Also wir kennen diese Statue und wir wissen, dass wir immer an dieser Statue speichern können. Und irgendwann kommt mal eine Statue, bei der man nicht speichern kann, der nur sagt, ach guck mal, die schöne Göttin. Dann würde man sich ja schon fragen, oh, aber sonst kann man bei denen immer speichern. Warum jetzt nicht? Wird wahrscheinlich niemals passieren, ne? Also keine Verstellung. Aber das wäre ja so ein Ding, ne? Also das wäre natürlich jetzt negativ in dem Sinne. Oder nehmen wir mal an, jetzt plötzlich steht hier irgendwie eine ganz andere Statue, bei der man dann auch speichern kann, die aber nicht diese Göttin ist. Das wäre auch nicht schlimm, aber man würde sich halt schon fragen, warum ist das jetzt so? Und ich glaube, mein Problem mit dem, dass einfach aus dem Nichts ein Speichern kommt, ist, dass ich ja jetzt weiß, dass es quasi jederzeit passieren kann.
Also ich weiß nicht dann genau, woran ich bin. Das heißt also, ich könnte jederzeit sein, dass das Spiel, egal in welcher Lage, Situation ich mich befinde, mich jetzt gerade wieder auffangen könnte. Und irgendwie macht es halt das Ganze so ein bisschen weniger interessant. Also es ist natürlich schwer, das Ganze zu kritisieren, aber ich weiß nicht, ich bin halt auch damit aufgewachsen irgendwie an der Stelle. Also es war also gerade mit Speicherpunkten in RPGs, da hat ja auch die Erstellerin gesagt, das ist ja auch, ich weiß nicht, ob das auch zu dem Argument entgegengebracht wurde, aber das ist ja viele Spiele so machen. Und auch hier hätte ich halt gerne wieder ein Argument, weil wenn wir jetzt dasselbe Argument, es tut mir leid, ich muss hier ständig Final Fantasy erwähnen. Wenn wir Final Fantasy erwähnen, dann erinnere ich mich, dass man eigentlich nur am Ende einer CD, also zum Beispiel Final Fantasy 9, also nur am Ende einer CD speichern konnte, ohne einen dedizierten Speicherpunkten. Und in manchen Spielen dann auch auf der World Map, beziehungsweise man konnte ja diesen Mogri auf der World Map rufen. Das ist ja das to tolle Beispiel in Final Fantasy 9. Du weißt halt immer, wenn du speicherst, da sind Mogris. Und wenn jetzt plötzlich irgendwie, also CD wechseln, kann ich ja halt noch irgendwie verstehen, das ist nochmal was Besonderes, da muss man halt darauf achten, dass keine Daten verloren gehen. Aber du weißt immer, aha, Mogri, speichern. Das ist immer diese Konnotation im Kopf. Und wenn jetzt auf einmal irgendwie plötzlich dann doch so ein Speichern kommt, dann verliert das Ganze so seinen Zusammenhang. Dann sind Mogris vielleicht gar nicht mehr so was Besonderes. Und du weißt halt auch, okay, eigentlich, ja, eigentlich brauche ich die Mogri. Also ich finde es, wie gesagt, schwer in Worte zu fassen. Aber ich war damals erleichtert. Wie gesagt, als Kind ist man richtig scheiße in solchen Spielen und macht dumme Entscheidungen. Aber bei Final Fantasy IX, ich glaube, das war die Gitsamaluke-Grotte. Das ist so die man auf dem Weg zu Bomekia findet. Ich hoffe, ich hoffe, jetzt Kenner wissen, was ich meine. Ist auf jeden Fall noch ein früher Moment in CD1. Und das ist auch so ein gewisser Dungeon, wo ich die Gegner irgendwie ziemlich schwer fand. Ich war schlecht ausgerüstet und wollte irgendwie einen Speicherpunkt. Denk mir so, ja, das ist doch irgend so eine Scheißhöhle. Wo soll denn da? Ich glaube, ich werde da kein Mogri begegnen. Und irgendwann kam man in so einem Nebenraum, wo noch immer so ein Mogri aus einem Brunnen geplumpst ist. Und ich war richtig erleichtert, als ich das gesehen habe. Und das war irgendwie so ein schöner Moment an der Stelle. Und es wäre halt nichts Besonderes, wenn jetzt kurz vom Boss plötzlich einfach das Speicherfenster aufpoppt und sich so fragt, hä? Okay, dann ist das so. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir so ein bisschen diese Sache haben, wo, dass man weiß, woran man ist. Manche mögen es ja auch nicht, wenn man einfach irgendwelche unsichtbaren Checkpoints hat, sondern dass klar indiziert wird, aha, okay, jetzt bin ich safe an der Stelle. Deswegen, also, es ist eine Kleinigkeit, aber ich sag mal nur, wenn man die Möglichkeit hat, eine gewisse Konsequenz zu verfolgen, kann man das ruhig machen. Also, wie gesagt, ich glaube schon, dass man das lösen kann. Aber das ist, wie gesagt, nicht falsch verstehen, das ist nur ein Gedankenanstoß. Man muss das natürlich nicht für voll nehmen an der Stelle. So, jetzt werde ich das kurz nochmal durchlesen, bevor ich mich dann zu meinem Schlusssatz komme. Zu Menno, ich hasse es, erst einen Schlüssel suchen zu müssen. Sehen wir es so. Wenigstens haben wir erstmal weniger zu erkunden. Ja, genau, das ist mein Redenheroi. Deswegen, ich hatte gerade auch ein bisschen viel mehr zu erkunden und war mir noch nicht sicher, wo gehe ich denn jetzt hier lang. Also gehen wir jetzt mal nach. Okay. Nee, das glaube ich nicht. Schau mal genauer hin. Die Tür hat gar kein Schlüsselloch. Tatsächlich. Müssen wir sicher eher einen Mechanismus in Gang bringen oder so. Okay, alles klar. Ne, dann müssen wir da gleich da unten lang gehen. Noch eine Sache war halt gewesen, also ich habe manchmal das Gefühl, ich hoffe, das kommt nicht so rüber. Ne, und das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Erstellerin, also du Rage, egal, wenn ich dich mal so direkt ansprechen kann, dich genötigt fühlst, dich zu rechtfertigen, wenn ich manche Dinge sage. Also, ich sehe das nicht irgendwie als, also ich erwarte jetzt nicht, dass du die Dinge alle umsetzt. Das ist eigentlich eher nur das, wie ich das sehen würde, damit du einen gewissen Gedankenanstoß, also, naja, hatte ich ja gerade schon erwähnt, das Wort, dass man einen gewissen Gedankenanstoß hat. Aber prinzipiell mache ich das immer bei allem Möglichen, dass ich immer sage, ha, vielleicht könnte es so sein. Das ist so leider ein bisschen meine Art, dass ich immer so meinen Senf zu allem dazugeben muss. Aber, ich weiß das eigentlich auch zu schätzen. Du hast ja auch erwähnt, dass du ja eigentlich gar nicht so affin bist oder auch dir so ein bisschen die Ambition fehlt, da so viel aus dem Kampfsystem rauszuholen. Und das kann ich absolut verstehen.
Und ich würde auch gar nicht wünschen, dass du vielleicht da tiefer reingehst, wenn das bedeutet, dass du weniger Spaß daran hast, das Spiel zu machen. Denn das ist ja immer noch das Wichtigste, dass wenn man das Spiel macht, man sich nicht verbiegt und sondern, ich sag mal, die Art und Weise so umsetzt, dass man selber an diesem Schaffensprozess Spaß hat. Und wenn Kämpfe dazu weniger gehören, dann kann man das erstmal vernachlässigen. Im Zweifelsfall würde ich halt immer sagen, es hilft immer, eine Person zu Rate zu ziehen, die sich vielleicht damit auskennt, vielleicht jemand, der da motiviert ist, wenn du zumindest den Anspruch hast oder ich sag mal, das Gefühl hast, ja, die sollten vielleicht zumindest vom Balancing einigermaßen in Ordnung sein. Das ist völlig okay. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine andere Erstellerin, Innocentia, macht gerade das Spiel Dark Sword, die holt sich auch einen Foren-User, Corti, der für die zum Beispiel Rätsel designt. Also es ist ja dann völlig okay, vielleicht eine zweite, dritte Person reinzuholen, die vielleicht ein gewisses Interesse hat. Und ich weiß jetzt gerade nicht, was ich da eingeben könnte. Also deswegen, ich meine, jetzt werde ich auch noch für den Kampf bestraft, wenn ich was Falsches eingebe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, kann ich von dem flüchten? Macht nämlich erstmal stumm. Also solange der Fröstelchen nicht stumm macht, ist das kein Problem. Natürlich können wir nicht flüchten. Also ich habe jetzt gerade nicht ganz aufgepasst, deswegen, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu viel Gelaber gewesen für die Folge schon. Aber ich hatte das Gefühl, das musste einmal raus an der Stelle. Deswegen an der Stelle. Deswegen, nicht falsch verstehen, ich weiß es zu schätzen. Und das ist auch der Grund, warum ich so viele RPG-Maker-Spiele spiele und auch teilweise kommerziellen Spielen vorziehe, weil die für mich einfach etwas intimer und persönlicher sind. Und na, auch wenn die vielleicht nicht ganz so geschliffen sind, wenn die längst nicht den Produktionswert hat und das auch keine Leute sind, die vielleicht Erfahrung mit der Spielindustrie haben, stört mich das eigentlich re recht wenig, wenn ich sehe, dass da viel Gedanken und Mühe und Liebe drin eingeflossen ist. Das ist mir dann doch tausendmal mehr wert. Deswegen, also wenn ich dann dazu was sage, dann ist das eigentlich nur so der übliche Senf. Aber wenn dir gewisse Dinge nicht gefallen, dann kann es auch weiterhin zum Beispiel inkonsequent sein. Aber wie gesagt, wenn es die Möglichkeit ist, dazu nur ein Appell, dann kann man das haben. Ich finde das auch, ich weiß auch zu schätzen, dass du auf jeden Fall auf gewisse Dinge dann eingehst. Aber ich bin auch der Meinung, man sollte nicht auf jeden hören. Definitiv nicht. Also, wenn man sich dann unwohl fühlt, sollte man auch nicht auf mich hören an der Stelle. Ich muss ja auch so mit den Augen rollen bei dem Kommentar von den einen User da aus dem Multimedia Access, der da so ein bisschen mit den Fledermäusen so ein bisschen patzig geklungen hat, muss ich sagen. Da dachte ich mir auch so, ja, also das war jetzt schon so eine Kleinigkeit. So, und das ist schon krass. Also mich wundert es gerade ein bisschen, dass Puyo, ne, ich darf nicht Fröstelchen sagen, ganz wichtig, Puyo. Der Name muss dann ab der zweiten Demo oder Vollversion dann Puyo heißen. Der hat irgendwie kaum Schaden gemacht. Ich dachte, das ist die Schwäche von dem. An der Stelle. Also 15 Schaden ist ja irgendwie wenig, ne? Also ich hoffe, den kann ich bald erledigen. Deswegen, gerade geht der mir ein bisschen zu lang. Habe ich schon wieder gemacht. Aber ja, der Kampf geht mir gerade ein bisschen zu lang. Und ja, Hirui ist sowieso stumm und sie. Also es ist kein normaler Geist, ne? Ich finde es natürlich schade, aber das ist auch eine Eigenheit von dem RPG Maker 2003, dass man einfach nicht die Namen der Gegner sehen. Oh fuck, jetzt bin ich kurz. Oh, wo, jetzt bin ich gerade aus dem. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich glaube, man müsste gleich wieder das Format sehen können. Ich habe gerade den Bildschirm verlassen. Ich bin auf Alt, ja. Auf, nee, ich bin auf die Windows-Taste, glaube ich. Alt-Windows-Taste gekommen. Ja, das ist natürlich wieder problematisch. Nochmal Master Magie. Das macht ja noch weniger Schaden. Holy shit, was mache ich denn hier? Schlummer? Okay, wir können. Nee, wir können keinen Schlummer machen. Ach so, Rui macht ja Feuerschaden mit seiner Klinge. Na, jetzt wollte ich gar nicht abwehren. Oh, okay, das seht ihr jetzt nicht, aber jetzt gerade ist natürlich wieder dieses von meinem Bildschirm diese Info gekommen mit der Auflösung. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel Schaden die Windböe gemacht hat und jetzt ist es schon wieder stumm. Ich meine, ich kann die Stummheit aufheben oder Stille heißt es hier, aber der wird mich doch eigentlich wieder verstummen lassen an der Stelle. Das macht's halt ein bisschen, ja. Ach ja, ich bin sogar dran gewesen. Ah, okay. Müssen wir mal gucken. Ich hätte jetzt eigentlich das ganze Gelaber, das ärgert mich gerade ein bisschen. Das hätte ich jetzt eigentlich hierfür, während hier gerade nichts passiert. Also wir hauen drauf, machen diesen Feuergeist kaum Schaden? Das finde ich jetzt blöd, muss ich sagen. Jetzt ist er ja schon wieder von Stille betroffen. Also hauen wir jetzt einfach weiter drauf. Bis die Stille wieder weggeht oder er wieder sie erneuert. Oh Gott, dann verfehlen die auch noch. Okay, also da müsste man gucken.
überlege gerade, haben wir schon viel gemacht? Nee, eigentlich haben wir nicht viel gemacht, ne? Wir sind dann nur hochgeklettert, dann waren ein paar Sachen vertan. Also ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt hier geht. Also ich guck mal, dass ich jetzt noch den Windstoß nochmal mache. Der Wind, die Windböe macht deutlich am meisten Schaden, der ist explodiert und ich weiß nicht, ob ich darüber froh sein soll, aber das war ja ultra nervig. Ja, und jetzt ist ja auch Tirui sowieso tot, dann müsste ich sowieso zurücklaufen. Warte, ich spreche das jetzt nochmal an, weil ich habe da ein bisschen verpennt. Ich drücke das an und ich kriege eine Zahl und ich kann es nicht abbrechen. Deswegen, also hier, ne, also mein Verbesserungsvorschlag hierbei wäre, vielleicht Kontext und dass man entscheiden kann, auch keine Zahl einzugeben, wenn da schon so eine Bestrafung kommt. Und der Geist war jetzt wirklich extrem nervig gewesen. Ja, wir haben kaum was verloren. Also hier war ja schon wieder ein Speicherpunkt. Dann hätte ich die Zeit damit nicht verschwenden sollen. Also da ist einfach irgendeine Zahl und dann kommt ein Geist, finde ich ein bisschen kryptisch. Ich weiß nicht, haben die beim ersten Mal irgendwas gesagt dazu? Ich habe jetzt gerade ein bisschen zu viel gelabert. Nee, da kommt einfach eine Zahl, deswegen ich find's komisch. Dann, so, jetzt machen wir es mal wieder vernünftig. Und gucken uns dann noch andere Sachen an. Ja, dann muss ich mal auf irgendwelche Sachen. Soll ich einfach nur die Anzahl der Golems eingeben? Vielleicht finden wir noch irgendwo einen Hinweis darauf. Ich meine, es ist ja auch immer noch die Prüfung des Wissens. Dies ist das Zimmer der Wahrheit. Suche das Zimmer der Lüge und zähle alles, was im Gegensatz zu diesem Raum anders ist. Okay, das klingt ja interessant. Jeder zu diesem Raum an. Das ist bedenke dabei folgende Regel: Veränderungen, die paarweise auftreten, zählen zusammen als ein einziger Fehler. Okay. Kehre hierher zurück und gebe links deine Antwort an, sobald du die Lösung weißt. Okay. Jetzt ist das Problem, dass ich immer von links nach rechts vorgehe bei der Erkundung, so dass ich diese Nachricht nicht gelesen habe. Also hier wäre es halt gut, wenn man das abbrechen könnte. Also das nur so nebenbei. Okay, also jetzt ist die Frage, wo das Zimmer der Lüge ist. Vielleicht müssen wir noch weitergehen, weil bisher haben wir ja hier nur die Sachen. Und okay, es wäre ja auch zu einfach, wenn wir die Bilder nebeneinander hätten. Können es ja schon mal merken, hier sind vier Stühle. Hier sind nur drei Stühle. Bin ich mal gespannt. Oh Gott, das wird ein bisschen schwierig. Oh, wir sind hier draußen. Moment, können wir da nicht nach unten? Also Mimi könnte doch nach unten steigen, oder? Und die. Ja gut, die sind ja durch irgendwelche Flammen versperrt, glaube ich, die Türen. Also ich sag so nach unten steigen und die Tür entriegeln oder sowas. Aber hier kommen auch hoffentlich keine Gegner, ne? Wenn ich mich hier erkunde oder wenn ich hier was anschaue. Aber das ist aber, glaube ich, nur so ein bisschen, damit man so ein bisschen Vibe nach außen bekommt, weil wir gehen hier direkt wieder rein. Und das ist eine Maid mit so einem Kerl in der Rüstung am Anbandeln. Uiuiui. Boah! Was machst du da? Ich spiele Drache. Du hast also keine Angst vor Drachen. Manche Mädchen in der Stadt würden sich vor den Statuen fürchten. Warum? Drachen sind groß, stark und geheimnisvoll. Ich finde sie toll. Ja, auf jeden Fall ist Mimi der Wildfang, für den ich auch schon prognostiziert habe. Dunkle Stimme. Ihr seid noch zu früh hier. Kommt zurück, wenn die dritte Prüfung erledigt ist. Das ist doch diese unheimliche Rüstung schon wieder. Die ist echt wieder da. Lass uns bloß schnell gehen, Hirui. Alles klar, dann gucken wir mal. Oh Gott, jetzt sag nicht, okay, das ist ja alles symmetrisch aufgebaut, genau. Und deswegen werden wir das auch hier sehen. So, ich hätte auf die Anzahl der Stühle geachtet und jetzt merke ich schon, scheiße, die Stühle. Bei den Stühlen wird es nicht sein. Uiui, da müssen wir aber sehr viel zurücklaufen. Also, im besten Falle würde ich jetzt einen Screenshot machen, das Ganze ausdrucken, aber ich habe keinen Drucker bei mir. Und dann hin und wieder. Oder man will zum Desktop wechseln, aber das ist jetzt blöd, weil ich nehme den Desktop auf. Und dann bei den verschiedenen Auflösungen wird es zu Problemen führen. Dann müssten wir schon ein bisschen hin und her, aber hier steht noch eine Notiz. Gucken wir uns die mal an. Ist das Zimmer der Lüge? Zähle alles, was im Gegensatz zum Zimmer der Wahrheit an. Das ist bedenke dabei. Alles klar. Falls wir es von dem ersten Raum noch nicht gelesen haben. Und hier kommen wir natürlich nicht durch. Ich kann mir aber schon denken, wo wir da rauskommen. Okay, wir müssen ja nur zählen. Wir müssen nicht sagen, was anders ist. Also wie gehe ich da jetzt am besten vor? Also vieles ist ja symmetrisch, merke ich. Also hier wäre ein Fass, hier wäre eine Vase. Sollte ich mich jetzt auf eine Sache konzentrieren, dann immer die nächste? Das wäre nicht gut.
Deswegen, ich weiß nicht, ob ihr da ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen habt. Ich tue mich da ganz schwer damit. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin eigentlich nicht so der visuelle Typ. Also Farben merken könnte schwierig sein. Bei einiges Symmetrisches könnte das gut sein. Wir merken schon mal Fass rechts, Vase links. Diese Uhr da, die sich so komisch bewegt, oben links. Ich hoffe nicht, dass man noch, dass sich die Uhr anders bewegt. Das wäre fies. Also Fass. Aber dieses eine Buch blättert sich um, das hier rechts nicht. Könnte vielleicht auch auffällig sein. Ansonsten ist ja eigentlich alles symmetrisch, ne? Ja. Dann noch eine Flasche in der Mitte. Okay. Also, ich gebe mal einen Tipp. Wahrscheinlich wird es irgendwie die Flasche sein. Vielleicht irgendwas mit den Büchern. Sehe ich schon mal zwei. Irgendwas mit den beiden Dingern hier. Also die Vase und das Fass. Okay, wir wissen so die groben Eckpunkte. Ich habe mir das jetzt lange genug angeschaut, damit ich das Bild in meinem Kopf habe. Merken wir uns das gut und gehen dann zurück. Dass wir dann da hoffentlich gut bei wegkommen. So. Ich versuche es nicht zu vergessen. So, dann sehen wir schon mal. Okay, es gibt kein Glas, sondern eine Blumenvase. Die Statuen sind anders. Die Farbe von dem Ding ist anders. Also haben wir schon mal drei Dinger. Die Farbe des Buches ist anders. Vier Dinger. Und tatsächlich, die Uhr ist auch anders. Fünf Dinger. Und da Vasen, beide symmetrisch. Sechs. Die Pflanzen sahen anders. Sieben. Ich glaube, die Kerze stand da links. Acht. Also die stand da ein links von dem Tisch. Das sind 8. Jetzt ist aber noch die Frage, ich bin mir nicht sicher, aber unten sind diese Feuermeiden. Nicht, dass die auch noch dazu zählen. Ich hoffe nicht, das wäre fies. Wir gucken nochmal, also wir merken uns 8. Ich gucke nochmal rein, weil es könnte sein, dass die Stühle nochmal leicht anders stehen. Darauf habe ich nämlich nicht geachtet. Dann schauen wir doch einfach mal. Du, ich tingle hier nur so kurz vorbei. Ne? Nicht wundern, nicht... Also, sie werden sich da auch sicherlich fragen. Oder, nee, die Stühle sind, glaube ich, gleich. Ne? Also hier, die haben dieses Muster. Nö, sonst ist, glaube ich, alles gleich. Jetzt sind die Feuermeiden wahrscheinlich anders. Ne? Gucken wir so weg. Aber ich hoffe mal, dass das keine Rolle spielt. Naja, sonst, ich glaube, ich werde das tatsächlich vorher nochmal speichern. Und dann, ja, und dann... Falls dieser nervige Flammengeist kommt, einfach Neuladen. Es tut mir leid. Aber den will ich nicht nochmal machen im Kampf. Da ist halt auch immer die Frage, ne? Also es gibt ja nicht ohne Grund diese Bestrafung. Es macht ja Sinn, weil ohne die könnte man einfach rumraten. Also hat man schon irgendwo nachgedacht. Also das finde ich schon eine gute Idee zu sagen, ja, irgendwie muss man ja aufgehalten werden, weil sonst kannst du einfach eine Zahl nach der anderen, weil mehr als maximal... Ne, 12 Fehler oder so könnten es ja nicht sein. So, die Stühle standen, glaube ich, nicht anders. Deswegen werde ich gleich auf 8 gehen. Aber, ja, ich würde speichern. Vorher. Daher so ein bisschen die Sache, es ist natürlich sehr bequem, wo der Speicherpunkt gerade ist an der Stelle. Also da kommt man leicht ran und kann dann natürlich diese Taktik fahren und dann scheißt man auf die Bestrafung. Deswegen, hier müsste man halt... Also, deswegen, ich glaube, wenn ich es halt gemacht hätte, ich hätte vielleicht geguckt, dass da kein Speicherpunkt wäre. Oder dass man zumindest nochmal irgendwo hin backtracken muss. Dass es nervig ist, dass man eher darauf erpicht ist, das nicht zu tun. Dass dann letztlich es schneller geht, diesen Geist zu bekämpfen, als dass man dann halt einfach... Ne, man sagt gerne Safe-Scumming dazu. Also... Gerade in Spielen, wo man immer speichern kann, dann macht man ja natürlich einen Speicherpunkt vor jeder Entscheidung und kann sich dann vor Konsequenzen drücken. Und ich denke halt einfach, weil ja gerade Konsequenzen ja auch eine wichtige Rolle in dem Spiel spielen, ja, wäre es immer gut, wenn man das gut abwägt. Aber das ist auch wieder nur so ein Hinweis halt dazu, würde ich tatsächlich wahrscheinlich besser finden. Aber es ist natürlich auch kein Dealbreaker. Aber das sind so halt so die Gedanken, die mir durch den Kopf kommen. Also hoffen wir mal, dass die 8 stimmt. Ach, verdammt. Das ist schade. Weil den würde ich jetzt halt wirklich nicht bekämpfen, weil das wird jetzt so lange dauern. Deswegen, dann kann man ja dann daran sehen. Aber es können nicht mehr als 8, also dann sind es halt 9. Also mehr kann das eigentlich nicht sein.